Das sind meine Tante Fanny und ich und wir reden heute über Trisomie 21. Im letzten Video ging es darum, was Trisomie 21 ist. Aber neugierig bin ich immer noch. Fanny, kannst du mir erklären, weshalb Menschen mit Down-Syndrom das Chromosom 21 dreimal statt zweimal haben? Nein, leider nicht. Denn das wissen selbst die Wissenschaftler noch nicht. Aber dass ein Embryo 47 statt 46 Chromosomen hat. Du weißt, jede Eizelle und jedes Spermium haben 23 Chromosomen. Keimzellen entstehen durch Meiose, also Zellteilung. Und wenn da etwas schiefläuft, kann es zu dem Fehler kommen, dass das Chromosom 21 zweimal gebildet wird. Wie viele Chromosomen sind das? 24. Genau. Und wenn jetzt so eine Eizelle oder so ein Spermium durch die Befruchtung verschmelzen, ist ein Chromosom zu viel vorhanden. Also 47 statt 46. Und dann wird ein Kind mit Trisomie 21 geboren. Das hat also mehr als andere? Naja, auch mehr Pflegeaufwand. Und wie häufig passiert so etwas? Alle 3 Minuten kommt ein Baby mit Down-Syndrom zur Welt, statistisch also 1 auf 800 Geburten. Das ist die häufigste Behinderung, die auf einer abweichenden Chromosomenzahl beruht. In Deutschland sind es 30.000 bis 50.000 Menschen, weltweit ca. 5 Millionen. Kann man etwas dagegen machen? In den letzten Jahren wird häufig bei der Schwangerschaft von Risikopatienten eine Diagnostik im Mutterleib durchgeführt. Und gegebenenfalls wird die Schwangerschaft dann beendet. Es tritt nämlich bei Müttern über 35 Jahren, insbesondere über 40 oder sogar 45 verstärkt auf. Also hast du ein höheres Risiko? Tino! Entschuldigung, ich noch nicht. Verlass dich nicht darauf. Denn Trisomie 21 kann jeden treffen. Aber was würdet ihr machen, wenn deine Frau mit einem Trisomie 21 Kind schwanger ist? Darüber muss ich erst einmal nachdenken. Das ist ja ethisch voll schwierig. Eben. Das muss gut überlegt sein. Auch ob man so einen Test überhaupt machen will, da er auch Risiken hat. Und im nächsten Video erklären wir, was Trisomie 21 ausmacht.